Wendy Sektor erklärt. Was sind eigentlich Kostenfallen? Das ist Lisa. Lisa findet Jan richtig cool. Der startet gerade bei einer Castingshow im Fernsehen voll durch. Jede Woche ruft Lisa fleißig für ihren Liebling an und schickt SMS an eine Kurzwahlnummer. Sie gibt gerne Geld aus, damit Jan seinen Traum weiterleben kann. Dann am Monatsende der Schock. Die Telefonrechnung ist viel höher als gedacht. Ein Anruf oder eine SMS kostet nicht nur viel mehr, als Lisa für Gespräche mit ihren Freunden bezahlt. Ihr werden zusätzlich auch Gebühren berechnet, weil sie nicht über das Festnetz angerufen hat. Denn was sie im Abstimmungstrubel völlig übersehen hat, die Kosten für Service-Rufnummern sind über das Handy viel höher. Von teuren Rufnummern hat Lisa nun erst einmal genug. Stattdessen spielt sie eine Runde ihres Lieblings-Smartphone-Spiels. Leider ist ihre Freundin Tina bereits viel weiter und erfolgreicher als sie. Klar, auch Lisa möchte da mithalten. Für ein paar Euro kauft sie sich per In-App-Kauf einen Traktor. So kann sie endlich schneller ernten. Danach kauft sie sich weitere Verbesserungen, damit ihr Bauernhof besser funktioniert. Lisas App-Store-Rechnung tut das nicht gut. Immer mehr Kleinstbeträge häufen sich an. Und schließlich verliert sie komplett den Überblick, wie viel Geld sie eigentlich schon ausgegeben hat. Zum Glück gibt es ja werbefinanzierte Apps, in denen man kostenlos spielen kann. Nur der nervige Werbebanner stört Lisa, den sie aus Versehen immer wieder anklickt. Doch die Kostenfalle hat bereits zugeschlagen. Auf Lisas Handyrechnung tauchen nun kleine Beträge auf für ein Abo, das Lisa eigentlich gar nicht bestellt hat. Ach übrigens, Jan ist aus der Show rausgeflogen. Alle Anrufe und SMS haben nichts genutzt. Jetzt ärgert sich Lisa doppelt. Jan wird kein Star und sie hat eine dicke Handyrechnung. Zukünftig will sie nun bei allen Telefonnummern genau auf die Kosten und das Kleingedruckte achten. Die In-App-Käufe hat sie auf ihrem Smartphone komplett deaktiviert. Bei ihrem Mobilfunkanbieter hat sie die sogenannte Drittanbietersperre aktiviert. Mit diesen Maßnahmen ist Lisa jetzt auf der sicheren Seite und gegen die fiesesten Kostenfallen gewappnet.